Ja, hallo, guten Abend, grüßt euch. Ich weiß, ihr habt lange gewartet jetzt auf mein Statement oder meine Zusammenfassung zur Dessauer Boxnacht, aber wir hatten noch ein bisschen zu tun mit der Nachbereitung der Veranstaltung. Es hat sich ja auch alles überschlagen in den sozialen Netzwerken mit Fotos und so weiter und so fort. Da dachte ich, da lasse ich mir mal noch ein bisschen Zeit mit. Ja, nun ist es soweit. Nun hat mich der Alltag wieder oder uns, alle Beteiligten, der tägliche Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Ich sitze ja hier wieder im Fitnessstudio von PSV 90. Drüben läuft das Boxtraining in der Halle. Ja, also zuerst mal möchte ich allen danken. Vor allen Dingen den Zuschauern. Ihr wart ein super Publikum letzten Samstag. Ganz stark. Auch schön, dass ihr, ich sag mal, das auf euch genommen habt mit den Tests und den Abstandsregeln. Überhaupt alles, was damit zusammenhängt, damit wir überhaupt so eine Veranstaltung durchführen konnten. Einige haben sich natürlich gemeldet und gesagt, die möchten halt ihr Geld für die Karten wieder haben, weil ja, das war halt nicht im Vorfeld ersichtlich, beziehungsweise haben wir das nicht gesagt mit dem Test. Ja, die hatten die Karten halt vor der Pandemie gekauft. Wie gesagt, wir freuen uns, dass so viele da waren und auf die, die da nicht gekommen sind, aus diesem Grund, auf die können wir auch gerne verzichten, auf die Zuschauer, weil das ist nicht fair den Kämpfern gegenüber, uns als Veranstalter. Es war ja auch keine große Arbeit. Ja? Speziell und ganz besonders möchte ich in diesem Jahr nochmal unseren Sponsoren danken, die das mit ihren Zugaben überhaupt möglich gemacht haben, dass wir das Event stemmen können. Wir wussten, wir sind draußen im Stadion. Wir wussten, es wird eine teurere Nummer als die anderen Jahre. Wir haben längere Wege, wir brauchen mehr Material, aber es hat alles super funktioniert, dank euch. Der Stadt Dessau auch ein besonderes Dankeschön, hauptsächlich dem Stadtsportamt für die wirklich fulminante Zusammen- und Zuarbeit, die ihr geleistet habt in diesem Jahr. Kam ja letztendlich auch die Idee, das Stadion für eine Boxveranstaltung zu nutzen von euch, oder ihr habt nachgefragt, ob das eventuell möglich wäre. Wir haben es dann in Betracht gezogen und auch durchgezogen, wie man gesehen hat. Ja. Bedanken möchten wir uns natürlich auch bei den Polizeibeamten, die uns dabei unterstützt haben, die Veranstaltung sicher zu gestalten. Es gab ja da im Vorfeld diverse Diskussionen durch eine Veranstaltung, die vor kurzem in Magdeburg stattgefunden hat. Da waren alle ziemlich aufgeregt. Wie gesagt, sowas kann passieren auf einer Boxveranstaltung, dass man zu Ausschreitungen kommt, muss aber nicht. Das weiß man vorher nie. Keiner von uns kann in eine Glaskugel gucken oder einen Kaffeesatz lesen. Das funktioniert nicht. Deswegen waren wir froh, dass die Polizei vom Polizeirevier Dessau uns auch unterstützt hat, sich im Hintergrund gehalten hat, zu jeder Zeit einsatzbereit war. Super stark. Danke nochmal dafür, Jungs. Der Freiwilligen Feuerwehr aus Dessau-Wallersee gebührt auch nochmal Dank, denn durch eure Anwesenheit konnten wir trotz Waldbrand Stufe 5 unser Feuerwerk dort abfackeln. Ja, wenn dort kein Löschfahrzeug gewesen wäre, wäre das nicht möglich gewesen. Super Arbeit, wie gesagt, von allen. Egal wer, die Servicekräfte, Security, über den Ringaufbauer bis hin zur Klofrau, ganz stark wirklich. Der Platzwart war für uns da, die Elektriker rund um die Uhr. Das sind Sachen, die kann man eigentlich gar nicht, das kann man mit Geld gar nicht bezahlen, was da passiert ist. Wir waren auch im ersten Moment sprachlos. Ja. Die Techniker haben auch ganze Arbeit geleistet. Wir konnten uns das nicht vorstellen im Vorfeld der Veranstaltung, wie das werden soll. Wir wussten, wo der Boxring ungefähr hinkommt, wie das aussehen soll mit dem Dach und mit der Leinwand. Das wussten wir auch alles erst, als sie standen hat. Und waren natürlich mega begeistert. Nach drei verschiedenen Terminen, also dreimal haben wir die Veranstaltung verschoben, dass es dann beim vierten Mal natürlich so klappt, und so eine super Veranstaltung war, das hätte von uns im Vorfeld keiner gedacht. Wir wussten, wir geben uns alle Mühe, aber was am Ende dabei rauskommt, wusste keiner. Das mal nochmal vorab. Wir haben nur, bis auf einige wenige, eigentlich nur positive Zusprüche bekommen für die Veranstaltung im Außenbereich, und werden die auch, denke ich mal, im nächsten Jahr auch wieder im Außenbereich durchführen.
Jetzt kommen wir mal zu den Kämpfen. Wir hatten am Anfang ein paar zwei Kinderkämpfe gemacht, weil die Kinder ja einfach in der Pandemie auch wenig Training hatten. Wollten wir denen einfach mal eine Plattform geben und mal zeigen, was sie gelernt haben. Einfach mal zeigen, dass wir auch dafür da sind, dass wir viele Kinder hier im Training haben. Und wollten einfach auch mal die Kinder dafür belohnen und denen eine große Plattform bieten. Na, dann kam es aus unserer Vereinssicht, sage ich mal, zum ersten Kampf. Das war unser Debütant, der Janis Kulas, gegen Momo Nasio. 64 Kilo K1. Janis war ziemlich aufgeregt. Vor dem Kampf noch in der Kabine, war das erste Mal für ihn im K1. Hat er super gemacht. Ich muss dazu sagen, das waren vielleicht 70-80% von dem, was er kann. Aber die Aufregung frisst natürlich immer ein bisschen was weg, das ist klar. Ich denke mal, da werden wir übers Jahr hinweg noch mehr sehen vom Janis und bei der nächsten Veranstaltung, da wird er richtig Gas geben, da kommen dann die richtigen Dinge raus. Also wir waren zufrieden, ich war zufrieden als Trainer, hat er super gemacht, wirklich Punkte, keine wilde Schlacht, klasse. Kim Wendler sollte eigentlich einen Titelkampf machen dieses Jahr. Für ihren Verein, also für uns als PSV 90, den mussten wir einfach absagen, weil die Gegnerin, die eingesprungen ist, das war eine Ausweichgegnerin. Die Marion hat sich echt den weiten Weg gemacht, aus Kiel bis nach Dessau, hat einen Tag vorher 18 Uhr von ihrem Trainer erfahren, dass sie den nächsten Tag eigentlich fast 24 Stunden später in Dessau boxen wird. Super, danke nochmal dafür, dass du eingesprungen bist, Marion. Und den Kampf damit gerettet hast. Wir konnten aber keinen Titelkampf machen. Das kann ich mit mir selber nicht vereinbaren. Das ist Schwachsinn. Ja, da brauchen wir eine top vorbereitete Gegnerin. Das muss auch funktionieren. Das muss dann auch eine Schlacht werden. Weil so ein Klamauk, so ein Humbug wollen wir da nicht machen. Ja. War zu erwarten, dass Kim den Kampf gewinnt. Kim war fit, die war trainiert, die war auf dem Punkt fit. Ja. Aber für einen Titelkampf machen wir so nicht. Das machen wir dann bei einer neuen Gelegenheit oder im nächsten Jahr. Es passiert immer, dass Gegner aus Krankheitsgründen oder familiären Gründen absagen. Auch im Amateurbereich, im Profibereich gibt es auch mal welche, die aus anderen Gründen absagen, aber dazu komme ich gleich noch. Im dritten Kampf hatten wir dann mit Patrick Schmidt gegen den Murat Novalic. Auch Murat ist eingesprungen, muss man so sagen. 14 Tage vorher Bescheid bekommen, weil der eigentliche Gegner von Patrick abgesagt hat. Hat auch super geklappt. Murat war motiviert, war sehr traurig nach dem Kampf, dass er nicht weiterkämpfen konnte. Sind auch ein paar kleine Krokodilstränen geflossen, weil das Schlimmste für einen Kämpfer ist einfach, wenn der Kopf da ist, der Wille ist da zu kämpfen, aber der Körper versagt. Ja, und im K1 hätte er einen Moment Zeit gehabt, sich auszuruhen. 3 Minuten, um dann weiterzukämpfen. Aber ich habe dann selber als gegnerische Ecke das Eisspray draufgehauen auf seinen Unterschenkel und wir haben gesehen, das vibriert, das zittert, das ist blau angelaufen und ja, die Gesundheit des Kämpfers steht eigentlich immer im Vordergrund, den Kampf da weiterzuführen, wäre Schwachsinn gewesen und das hat Murat auch eingesehen und seine Ecke, aber trotzdem traurig. Als nächstes hatten wir den Tom Heinig. Tom Heinig ist auch nach Bekanntwerden der Verletzung von Martin Rechner und damit des Wegfalls dieses Titelkampfes eingesprungen, dass dort auch die Reihenfolge eingehalten werden kann. Tom hat das souverän gemacht, hat überhaupt das erste Mal geboxt, hat seinen ersten Kampf gemacht gegen Edis Sambas, der im K1 kein Unbekannter ist, auch ein harter Kämpfer. Wir wussten, boxerisch ist der zu knacken. Tom ist ein Fleißiger und hat es super gemacht, obwohl er sich 3-4 Hände eingefangen hat, die nicht hätten sein müssen. Ich denke mal, bei 2 Kohlen, die er da gekriegt hat, das war auch schon heftig. Also bei einer, da hat es schon geblitzt. Also das kann ich als Trainer auch beurteilen. Als letzten Kämpfer von unserem Verein hatten wir Florian Hesse im Boot. Der sollte einen Titelkampf machen oder hat einen Titelkampf gemacht. Und was da passiert ist, ja, haben mich viele gefragt hinterher. Ich sag mal so, es war der Klassiker. Das ist wie wenn man im Traum ist und nicht von der Stelle kommt. Der war einfach nicht da. Ich konnte auch nicht durchdringen zu ihm in der Ringecke. Er hat mich nicht gehört. Er hat auf
kein Kommando, auf keine Strategie irgendwie reagiert. Er war einfach nicht da. Der war einfach in der Blase. Sowas passiert. Auch ein Kämpfer hat mal einen schlechten Tag. Auch ein Boxer hat mal einen schlechten Tag. Selbst ein Trainer hat mal einen schlechten Tag. Aber wenn es natürlich am Kampftag ist, ist es blöd. Und da war es halt so. Ich hätte ihn rausnehmen können. Handtuch werfen, sonst irgendwas. War von meinen Betreuern in der Ecke. Mensch, wenn er jetzt noch eine fängt, aber das ist nicht meins. Ich sag mal, man kann auf der einen Veranstaltung in der einen Stadt auch verlieren, aber es ist immer die Frage, wie. Und da habe ich gesagt, das zieht er jetzt durch, das kämpft er bis zum Schluss. Die haben beide alles gegeben. Es war nicht der schönste Kampf. Es war der schlechteste, den ich bis jetzt von Flori gesehen habe. Aber mein Gott, sowas passiert, wir sind alles bloß Menschen. Ja. Man kann doch mal verlieren. Ist überhaupt kein Problem. Zu den anderen Kämpfen muss ich sagen, ich habe nicht so viel davon gesehen. Ich danke allen Kämpfern, die da waren. Ramona Kühne zum Beispiel hat ihren Kampf gewonnen, hatte ich mir im Nachhinein angeguckt. War auch abzusehen mit der Gegnerin. Es war eine ganz andere Gegnerin geplant. Ich habe es vorhin schon mal angerissen. Ist im Profiboxen noch schlimmer als im Amateurboxen. Eine sehr gute Gegnerin. Wir hatten uns wirklich auf eine Schlacht gefreut, über 6 Runden. Aber dann passieren eben Sachen, dass die Kampfverträge nicht unterschrieben werden, dass das rausgezögert wird, bis eine Woche vorher zum Beispiel. Und dass dann halt gesagt wird, eine Woche vor der Veranstaltung, okay, wir kommen, wir kämpfen gegen Ramona Kühne, aber dann müsst ihr eben noch 1.500 bis 2.000 Euro mehr raustun. Also, dazu fällt mir gar nichts ein. Also danke, ihr seid so eine Idioten, die sowas machen. Das ist unglaublich. Ehrlich, aber sowas ist wirklich, sowas ist an der Tagesordnung. Ja, damit muss man denn umgehen können, dann sagt man halt, okay, man lässt sich nicht erpressen, ich für meinen Teil sowieso nicht. Wir hatten dann viele Telefonate und man kümmert sich dann um eine Ersatzgegnerin, das ist klar, weil sowas noch zu unterstützen, das ist unter aller Sau, wirklich. Also das, da haben mir die Worte gefehlt und das ist eine Woche vor der Veranstaltung. Ja. Ansonsten hatten wir die Gürtelversteigerung, nicht zu vergessen, hatten wir Carsten Stahl da, Bündnis Kinderschutz, weil auch wir wollten ein Zeichen setzen in Richtung seiner Initiative, weil wir das auch gut finden. Wir haben auch viel zu tun mit Kindern, machen viel Training im Kinderbereich und mit Jugendlichen, sehen auch, was für Defizite da sind, auch im häuslichen Bereich und was alles passiert. Also wir fanden das eine gute Sache, das zu unterstützen. Hatten dann die Idee mit diesem Gürtel, dass die Versteigerung, dass das natürlich über 6.000 Euro an Spendengeldern einbringt, hat von uns keiner für möglich gehalten. Wirklich danke nochmal an Danny Schaffhausen, der den Gürtel ersteigert hat und damit die Initiative von Carsten Stahl auch unterstützt und unserer Veranstaltung auch irgendwo auch nochmal eine Wertigkeit verliehen hat. Zum Hauptkampf. Ronny Gabel gegen Jasser Höchsel, also ein schöneren Hauptkampf kann man sich eigentlich auf so eine Veranstaltung nicht wünschen, zumal Ronny Gabel in der Rangliste hinter Jasser Höchsel lag vor der Veranstaltung. Das heißt, es war zu jeder Zeit ein Kampf auf Augenhöhe, das hat man auch gesehen, das hat das Publikum auch gesehen. Das ist also nicht so was, es war klar, es ist ein Titelkampf, ein Weltmeisterschaftskampf, da boxt man eigentlich nicht gegen, ich sag mal, einarmige Karussellbremser oder sowas, ja. Gerade aus dem Grund fand ich das wirklich schade, dass sich kein Fernsehsender bereit erklärt hat, diesen Kampf zu übertragen, zu streamen oder überhaupt im Vorfeld von der Veranstaltung zu berichten. Ja, es gibt da Sendungen, die nennen sich Sport im Osten. Das war Sport im Osten, das war ganz großer Sport im Osten, das muss man einfach so sagen. Und das sage nicht nur ich als Veranstalter, das sagt jeder, der da war auf der Veranstaltung. Aber übertragt weitere Veranstaltungen, wo Not gegen Elend boxt oder die Nummer 385 der Weltrangliste gegen die Nummer 65 weiter so, dann braucht sich keiner beschweren, wenn dann überall steht, der Boxsport ist am Boden. Der Boxsport ist nicht mehr das, was es mal war. Da braucht sich keiner wundern. Ja, wenn so eine Verarschen dem Zuschauer irgendwo gezeigt werden und andere kleine Veranstalter, nicht nur wir,
Ob es jetzt Veranstaltungen sind in Halle oder in Eisleben oder sonst wo, da sind wirklich sehenswerte Kämpfe manchmal dabei, wo auch Jugendliche, Amateure um Titelboxen, von denen sich einige Profis mal eine Scheibe abschneiden können. Das muss man einfach so sagen. Und ich bin da echt traurig drüber, dass das in der Form nicht funktioniert hat. Überhaupt die Berichterstattung. Bis heute in der Mitteldeutschen Zeitung keinen Artikel drüber, über die Veranstaltung. Ich lese nur Fußball, Fußball, Fußball. Gibt es denn in Deutschland noch andere Sportarten außer Fußball? Es braucht sich keiner wundern, dass wir im Achtelfinale rausgeflogen sind. Weil in Deutschland wird der Mittelklasse-Sportler als Weltklasse-Sportler gefeiert. Und wenn es denn auf Weltklasse-Ebene geht, dann sieht man, wo wir wirklich stehen. Der Grund dafür ist der Hype der Medien. Ja. Das ist einfach so. Es gibt noch andere Sportarten in Deutschland, die auch sehenswert sind, die sich wirklich Mühe geben. Ja, wir haben Ligen im Eishockey, im Basketball, im Handball, im Turnen. Aber da sind ein Haufen talentierte Sportler, die einen Bruchteil des Geldes verdienen, wie unsere Millionäre im Profifußball. Aber denen wird einfach keine Plattform geben. Und das finde ich mega schade. Das wollte ich einfach abschließend nochmal sagen. Ansonsten, wir machen weiter. Wir lassen uns da nicht unterkriegen. Ihr werdet auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder eine Dessauer Boxnacht erleben. Auch wenn viele der Meinung sind, dass das nicht mehr zu toppen ist, werden wir euch davon überzeugen, dass da noch mehr geht. Wir geben Gas. Werden bis zum 25.06.2022 weiter Sport treiben. Werden weiter sehen, dass wir hier und da noch Wettkämpfe machen. Um top vorbereitet für euch im Paul-Greifzu-Stadion im Boxring zu stehen und euch zu begeistern, genauso wie dieses Jahr und vielleicht noch mehr. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ach, und zwei Dinge noch, bevor ich es vergesse. Ich greife hier mal rüber. Danke nochmal an meinen langjährigen Kämpfer, den ich verabschiedet habe, Martin Rechner, für das kleine Geschenk, was er mir überreicht hat nach seiner aktiven Verabschiedung im Ring. Ich lese es mal vor, was er geschrieben hat. Höher, schneller, weiter. Ich brauchte schon immer Ziele im Leben und in dem habt ihr mich immer bestärkt. Ihr habt an mich geglaubt. Wir waren stets ein tolles Team und das werden wir auch über meinen sportlichen Abschied hinaus immer bleiben. Aus Trainer, Cutman und Sportler sind Freunde fürs Leben geworden. Danke für viele tolle Kämpfe mit euch an meiner Seite. Und ein Zitat von mir, mit Reche zu kämpfen ist wie Playstation spielen. Deswegen dieser Controller. Weil Martin in der Ecke zu betreuen, das war eine Messe. Weil alles, was ich ihm gesagt habe aus der Ringecke, hatte sofort umgesetzt. Das war wie am Controller. An der Playstation. Deswegen das. Ja, und dann habe ich es noch ganz vergessen zu sagen, weil ich mich also bei allen bedankt habe, die geholfen haben, ganz wichtig auch meine Familie. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr müsst erstmal so ein Nervenbündel ertragen bei so einer Veranstaltungsplanung. Gilt natürlich ganz besonderer Dank auch meiner Familie und meinen unmittelbaren Kollegen, die meine Launen halt auch ertragen mussten im Vorfeld der Planung dieser Veranstaltung. Also danke nochmal, nehmt es mir nicht übel, dass ich da manchmal ein bisschen schroff bin. Aber ihr kennt mich ja.